und die Blaskapelle Kaufbeuren. Hallo! Meine Damen und Herren. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Es ist großartig für mich, Sie in so fantastischer Laune zu erleben. Sie alle sitzen hier entspannt, aber man hat jetzt herausgefunden, britische Wissenschaftler, übereinandergeschlagene Beine verursachen Rückenschmerzen. Ich sehe viele, vor allem Damen, haben die Beine noch übereinander geschlagen. Machen Sie das nicht. Ja, das Muskelsystem kommt aus dem Gleichgewicht. Stellen Sie die Beine sympathisch, entspannt, parallel nebeneinander auf den Boden. Wobei man sagen muss, übereinandergeschlagene Beine sind natürlich in der Eifel immer noch die beste Verhütungsmethode. Heute Abend ein Feuerwerk der guten Laune hier im Kuschelsender. Mein erster Gast heute Abend, Mercedes-Benz Sportchef, Doppelweltmeister, zum zweiten Mal hintereinander mit McLaren, Mercedes, sozusagen der Mann, der Mika Häkkinen sagt, pass auf, hinten kommt einer, an der Rennstrecke. Bei uns zu Gast heute Abend Norbert Hauk. Und mein zweiter Gast. Mein zweiter Gast, meine Damen und Herren, ist eine der aufregendsten, wäre zu wenig, eine der atemraubendsten. Ich habe früher gesagt atemberaubendsten, aber seit ich viel, viel mehr lese, sage ich atemraubendsten. Das ist sprachlich noch genauer. Viele sagen, es ist die deutsche Julia Roberts. Sie hat Beine. Wenn ich nicht schon so alt wäre, meine Damen und Herren. Es wäre der absolute Wahnsinn. Sie hat gerade gedreht mit einem der größten Komiker überhaupt, mit Leslie Nielsen. Und demnächst ist sie Inside 1 in einem sehr, sehr anspruchsvollen TV-Movie zu sehen. Schneiden Sie sich an, meine Herren, bei uns zu Gast heute Abend, Alexandra Kamp. In festen Händen. In festen Händen. Ja, und dann haben wir drei unglaublich attraktive junge Hamburgerinnen bei uns zu Gast. 20 Jahre alt, zwei davon, eine 19. Und sie sind Bundessiegerin im superintellektuellen Wettbewerb Jugend forscht. Und nicht irgendwie, was macht mein Lippenstift, wenn es draußen friert oder so. Nein, Thema Vulkane. Sie haben gewonnen in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften. Bei uns heute Abend zu Gast Sabrina Lies, Maybrit Förster und Julia Riegert. Für mich als Freizeit-Womanizer ist eine Meldung heute besonders entscheidend. Greenpeace, meine Lieblingsinstitution. Ja? Greenpeace bietet in Zukunft Ökostrom an. Das heißt, sie tun nicht nur viel für die Umwelt, sie verkaufen auch sauberen Strom aus Wind, aus Sonne, aus Wasserkraft und aus Biomasse. Ökostrom bei Greenpeace. Ökostrom oder wie es in Mecklenburg-Vorpommern heißt, Kerze. Ja. Biogas, das ist eine tolle Sache. Das ist die Zukunft. Biogas, das, was man entsteht, ja, wenn man drei Grünkernbratlinge gegessen hat. Das bringt in Zukunft den Strom aus der Steckdose. Vor der ersten Stromlieferung, ja, können Sie einen Mitarbeiter von Greenpeace zu sich in die Wohnung lassen.
offiziell auch, mit Aufschließen und so weiter. Und er guckt, er checkt ihre Wohnung und sagt, hier können Sie noch Strom sparen, da. Das heißt, er schließt das Badezimmer ab, er nimmt den Fernseher mit und gibt die Geschirrspülmaschine zur Spende frei. Und es ist wirklich so. Und jetzt kommt ein großartiger umweltkritischer Witz. Und ich möchte Ihnen diesen Witz heute Abend schenken. Ich möchte ihn nicht einfach aufdrängen, wie ich das manchmal mit Witzen mache, ja, von denen ich merke, nein, das will ja mein Publikum gar nicht hören. Ich bin auch über all die Jahre in den Hallen und Zelten so gefeiert worden, weil ich immer gewusst habe, was Sie, meine Damen und Herren, von mir erwarten. Jetzt kommt ein umweltkritischer Witz, den ich Ihnen schenken möchte. Und der geht so. Wie auch die Grünen passt sich Greenpeace immer mehr an. Das ist die Prämisse für die Pointe. Wie auch die Grünen passt sich Greenpeace immer mehr an. Erst schwammen sie gegen den Strom und jetzt verkaufen sie ihn. Ich finde das gut. Danke. Neues aus Österreich. Und zwar, wer hätte das gedacht, in Österreich, in dieser fantastischen, sympathischen Alpenrepublik, machen die Schönheitschirurgen ganz schlechte Geschäfte. 84% der Österreicher sagen Festsommer und sind absolut zufrieden mit ihrem Aussehen. Ja, toll, beneidenswert. 84% der Österreicher, ja, merken auch gar nicht, dass sie nicht vor einem Spiegel stehen, sondern vor einem Schwarzenegger-Poster. Ja, okay. Super. Wahnsinn! Ja, richtig. Und ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland sonst auch wissen. 11.11. hier in Köln und überhaupt im Rheinland hat heute der Karneval begonnen. Man ist närrisch, man ist fröhlich, ja, und man hat hier in Köln in der Stadt mit einem nackten Mann rausgezerrt. Ach, das ist gar nicht der Prinz, das ist St. Martin. Danke, vielen Dank. Faust haben Sie nicht, denn die Party für Hans Magnus Enzensberger steht noch bevor. Meine Damen und Herren, wir wollen Sie in den Karneval schicken mit dem schönsten, von Herzen kommenden kölschen Karnevallied, das unser lecker Kölsch-Mädchen aus Frankreich für Sie jetzt singt. Monsieur, Dame, liebe Kölsche, Nathalie! Kölsche Jung, was soll ich machen? Ich bin Kölsche Jung und du nur lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörter, Eiskölle Alaf. Stimme unserer Show. Vielen Dank. Merci. Merci, Nathalie. Na, Horst, da könntest du mal ein Beispiel nehmen, oder? Nimm doch wenigstens diese rote Perücke runter heute. Ist doch wirklich Karneval. Viele in Deutschland mögen Karneval gar nicht, aber Horst dreht völlig durch, seit er an die Börse geht. Sie wissen, er hat eine Firma gegründet, Horst de Mol. Und das hier ist seine Aktie, Horst de Mol, für eine Marke. Und ich glaube, ich werde morgen Friedhelm Busch anrufen, den Power-Experten von NTV, um zu fragen, was muss denn Horst eigentlich genau machen, damit der Börsengang ein Erfolg wird. Ich habe es Ihnen vor einiger Zeit erzählt. Wir haben jetzt hier eine großartige Kantine, hier bei unserer sympathischen kleinen Firma. Jeden Mittag, nam, 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 nam. Heute gab es Gulaschsuppe. Lecker, mit Nachschlag. Und viele werden sich zu Hause fragen, wie oft hast du Harry? Viele nennen mich Harry übrigens. Harry, wie oft hast du dir Nachschlag geholt? Einmal. Also einmal regulär und Nachschlag macht zweimal. Und heute muss man sich entscheiden, was man nächste Woche essen will. Das ist der Plan für nächste Woche. Sie erlauben, dass ich das rasch ausfülle.
Was würden Sie essen? Dienstag Schweinekotelett mit Lauchgemüse oder Gemüsemaultaschen? Gemüsemaultaschen mit Kräuterrahmsoße? Schwein oder Gemüsemaultaschen? Schwein, oder? Ja, oder die Maultaschen? Ich esse Schwein. Das bin ich den deutschen Landwirten, den deutschen Metzgern und natürlich vor allem meiner geliebten pharmazeutischen Industrie schuldig. Mittwoch. Rinderragout mag ich nicht, hängt in den Zähnen. Bandnudel mit rotem Pesto, Zucchini und Parmesan. Meine Welt, das esse ich. Donnerstags Linsen oder Kartoffelgratin? Schwierig. Wer ist für Kartoffelgratin? Ja? Wer ist für Linsen? Nein, Kartoffelgratin. Ja? Kartoffelgratin. Freitag, 19. Gedünstetes Seelachsfilet in Gemüsesud mit Sahne-Meerrettich oder Reisbrat? Nein, das ist der Seelachsfilet, Reisbratling mit Käse. Es ist ziemlich öko, oder? Ja, ziemlich vegetarisch. Meine Damen und Herren, liebe Freunde draußen in der Heimat und liebe Stadl-Fans, ich hab's euch zu einem Gang schon gesagt. Hans Magnus Enzensberger, einer. Und ich möchte Sie bitten, das zu beachten, was ich Ihnen jetzt sage. Einer von drei deutschen Intellektuellen. Ich habe es heute gelesen in der Zeit. Ja? Wir haben in Deutschland drei Intellektuelle. Hans Magnus Enzensberger ist der eine. Und wie heißen die beiden anderen? Nicht Roger Willemsen. Nein. Günter Grass und Jürgen Habermas. Die drei deutschen Intellektuellen. Günter Grass, Jürgen Habermas und Hans Magnus Enzensberger. Ein Applaus für die drei. Deutschland kann stolz sein, natürlich auch auf die Zeit, die das herausgefunden hat. Freunde. Wissen Sie, mich stört es, ich finde das immer schade, dass dann Intellektuelle so sachlich gewürdigt werden oder immer nur in speziellen Kultursendungen, im ZDF oder so. Warum machen wir es nicht einfach volkstümlich, wie es sich vielleicht auch dem schwäbischen Raum gemäß anbietet? Ich würde sagen, wir sehen ein Geburtstagsständchen von Hans Magnus Enzensberger. Da sind Sie auch alle einverstanden, oder? Natürlich. Helmut! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Hans Magnus! Happy Birthday to you! Das ist Hans Magnus Enzensberger und das ist ein ganz berühmter Gedichtband von ihm. Und stellen Sie sich vor, es gibt ein Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, das heißt Die Scheiße. Ja. Eines seiner berühmtesten Gedichte, das hatten wir schon in der Schule interpretiert. Und da haben wir gesagt, ah, dieses Gedicht und so, das könnte man an seinem Geburtstag mal vorlesen. Wo steht das denn? Ja, irgendwo in einem Gedichteband. Rufen wir doch mal beim Suhrkamp Verlag an. Hallo, wo steht denn das berühmte Gedicht Ihres berühmten Lyrikers? Oh, das wissen wir auch nicht, aber wir rufen ihn mal an. Ja, und wir alle wissen, um 11:30 Uhr morgens sollst du in Deutschland keinen Lyriker anrufen. Hans Magnus Enzensberger ging nicht ran. Oder er war nicht da oder hat es nicht gehört. Auf jeden Fall, der Verlag sagt, sorry, wir haben ihn nicht erreicht und wir wissen es auch nicht. Und dann hat unser großartiger Kollege im Archiv überall herum telefoniert und dann haben wir es hier nahezu antiquarisch bekommen in Köln, diesen Gedichtband und das Gedicht Die Scheiße, ich sag mal für alle Schüler, die vielleicht noch ein Thema suchen für den nächsten Besinnungsaufsatz oder für das Abi. Für Sie zu Hause auf vielfachen Wunsch, Hans Magnus Enzensberger, Die Scheiße. Immerzu höre ich von ihr reden, als wäre sie an allem schuld. Seht nur, wie sanft und bescheiden sie unter uns Platz nimmt. Warum besudeln wir denn ihren guten Namen und leihen ihn dem Präsidenten der USA, den Bullen, dem Krieg, dem Kapitalismus? Wie vergänglich sie ist
und das, was wir nach ihr nennen, wie dauerhaft. Sie, die Nachgiebige, führen wir auf der Zunge und meinen die Ausbeuter. Sie, die wir ausgedrückt haben, soll nun auch noch ausdrücken unsere Wut? Hat sie uns nicht erleichtert? Von weicher Beschaffenheit und eigentümlich gewaltlos ist sie von allen Werken des Menschen vermutlich das Friedlichste. Was hat sie uns nur getan? Du lernst das auswendig bis nächste Woche. Horst. Du lernst das bis nächste Woche auswendig. Am Dienstag fahre ich dich ab. Am Dienstag, Horst, das sage ich dir jetzt mal. Irgendwann ist mal, nimm jetzt mal diese Taucherflossen ab. Ja, ist so albern. Am Dienstag, Horst, stehst du hier und sagst auswendig die Scheiße von Hans Magnus Enzensberger. Sonst reicht es mir langsam mit dir. Wirklich. Entschuldigung. Ich glaube, wir können stolz sein. Drei Intellektuelle, Horst an der Börse, ein Gedichtband, den wir wiedergefunden haben. Und wir haben gesagt, es ist ein tolles Alter. 70 Jahre auf der Höhe der Kreativität. Aber wie sieht es eigentlich aus mit anderen 70-Jährigen in Deutschland? Können wir da auch zufrieden sein? Wir wollen uns kein Urteil anmaßen. Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, entscheiden Sie selbst. Hans Magnus Enzensberger, leuchtender Lyriker, eleganter Essayist, doller Dramatiker. Das gewaltigste, virtuoseste Sprachtalent in der deutschen Literatur. Sanftmahnender Vordenker, aber auch radikaler Caudillo des ästhetischen Protestes. Heute wird der lyrische Freischärler mit dem quecksilbrigen Naturell 70 Jahre alt. Wir gratulieren. 70 Lenze, knackevoll mit wichtigen Gedichten, Polemiken und Anthologien. Hut ab, Hans. Stellt sich die Frage, was haben eigentlich andere 70-jährige Deutsche im Rückblick so vorzuweisen? Zum Beispiel Rudi Carrell. Na gut, die Taube Nuss ist kein Deutscher im herkömmlichen Sinn und vielleicht ist er auch noch nicht ganz 70. Aber trotzdem, tolle Tantenfilme zum Schämen und Witzkes im Fernsehen? So kommt man in Deutschland nicht zu kultureller Bedeutung. Oder Klaus-Jürgen Wussow. Ein Leben lang im Schwarzwald Onkel Doktor spielen und sich einen Scheiß um die Literatur kümmern. Das reicht einfach nicht. Beispiel Werner Boehnke. In 70 Jahren hat Boehnke nicht ein vernünftiges Essay geschrieben. Stattdessen kaufte er sich karierte Mützen und verlor ein Auge. Klasse. Oder Rudi Grabosch. Plauze raus und ab auf die Parkbank. Sind Graboschs Gedichte etwa von beispielloser Eleganz? Nein. Die Wahrheit ist, er hat überhaupt keins geschrieben. Ebenso Willi Schmuttke. Nach jedem Schützenfest lässt der alte Sack einfach laufen. Pissen statt Poesie. 70 Jahre ohne Sinn und Verstand. Eine Schande. Oder Franz Bäumele. Der gelernte Fleischhauer war nie in der Gruppe 47, hat nie radikalen ästhetischen Protest geübt. Stattdessen erschlug er seine Frau. Den Vogel aber schießt Emil Flatzke ab. Kulturhistorisch versagte Flatzke komplett. Statt wenigstens erstmal 70 zu werden, wurde er mit 69 von der Straßenbahn überfahren. So wird man kein Vordenker der Nation. Herr Enzensberger, so leid es uns tut. Ihre Alterskollegen sind allesamt nichtsnutzige Volltrottel. Sie stehen auf weiter Flur alleine. Kids zu Hause. Legt doch mal für eine Sekunde den Katalog mit den angesagten Winterstiefeln aus der Hand. Denn jetzt kommen drei junge Damen aus Hamburg. Und sie sehen klasse aus. Und sie haben, sag mir auch noch klasse heutzutage, sagen die jungen Menschen noch klasse? Ich glaube, das war mehr meine Zeit, so die Ende der 50er dieses Jahrhunderts. Da hat man klasse gesagt oder ein Kesser Backfisch. Drei sehr attraktive junge Damen, die Bundessiegerinnen wurden im Wettbewerb Jugend forscht und zwar in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften. Sie wissen alles über die glühende und explosive Welt der Vulkane. Bei uns zu Gast heute Abend, herzlich willkommen, Sabrina Lies, Maybrit Förster und Julika Riegert. Maybrit, Julika. Also wenn man euch so sieht, dann hat man eine völlig andere Vorstellung, oder zumindest ich habe ein völlig anderes Klischee von jungen Forscherinnen. Das sind bleiche Mädchen mit Cola-Flaschenböden als Brille und gehen nie weg, trinken keinen Alkohol, sondern vergeuden ihr Leben in einem dunklen betonierten Keller und forschen irgendwas im Mikroskop. Es ist völlig anders. Wie kommt man als junge Hamburgerin auf die Idee, ich will alles über Vulkane wissen?
Ja, das kam eigentlich gar nicht von uns, die Idee, muss ich dazu sagen. Wir haben einen super Geologielehrer gehabt. Wie heißt der? Herr Friedrich vom Gymnasium Heidberg. Herr Friedrich, wie alt? Der leider nicht hier sein kann. Warum nicht? Wieso leider? Ja, die Behörde, die macht da irgendwie so viele Schwierigkeiten, dass Moment, man erst Anträge... Moment, sind wir schon wieder in Deutschland so weit? Ja. Ein Lehrer, ein attraktiver Lehrer, für den drei junge Frauen schwärmen, für den sie einen Teil ihrer Jugend geopfert haben. Die Hamburger Behörde verbietet ihm hier zu sein? Schäm dich, Hamburg! Jetzt habe ich es Ihnen gezeigt. Und wie alt ist der? 47. 47. Hat er einen Bart? Ja. Ja. Schnauze. Oberlippenbart. Aber so ein dicht gewachsen, nicht so ein dünner. Ja, 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 ja. Guter Typ? Ja. Ja. Und der hat euch gesagt, Mädels, geht doch mal auf den Vulkan. Ja, das ist so ein Vulkanfreak. Ja. Und ja, der hat uns daran geführt. Wir haben früher schon Projekte gemacht, da haben wir mit Helgoland angefangen. Und es hat sich immer weiter gesteigert. Ja. Und jetzt sind wir nach Sizilien gefahren. Ja. Zum Vulkano. Mit ihm? Mit ihm, ja. Aha, ja. Das heißt, ihr drei und er. Ja. Ihr drei und er, ja. Und eine Studentin noch. Und eine Studentin? Ja. Was hat die gemacht? Betreut. Die hat uns betreut. Die war und dann seid ihr auf diesem Vulkan, der hieß wie? Fossa-Vulkan. Vulcano. Vulcano. Da seid ihr hochgestiegen? Ja. Ja? Mhm. Und habt Gesteinsproben genommen? Macht man das so? Ja. Ja? Mhm. Und was habt ihr dabei herausgefunden? Wofür habt ihr den Preis gewonnen? Wir haben versucht, den Eruptionsrhythmus nachzuvollziehen. Das heißt, das Ausbruchsverhalten nachzuzeichnen. Ja. So wird da gelacht. Ja. Wie oft der Vulkan spuckt? Nein. Er hat vor 100 Jahren das letzte Mal gespuckt. Und ja. Wir haben versucht, herauszufinden, wann er stärker gespuckt hat und wann weniger stark, weil das 20 Monate waren, die der ausgebrochen ist. Aha, und wann hat er weniger stark gespuckt? Vor März 1889. Das ist ja Ewigkeiten her. Ja. Ja. Ich sagte, er ist schon eine Weile her. Ja, und was, ich meine, was nutzt das jetzt uns? Zum Beispiel von der Raumfahrt haben wir ein bisschen Bratpfannen und so, ja? Und was nutzt es uns Normalbürgern, wenn man das weiß, was ihr erforscht habt? Das kriege ich einfach. Ja. Also wir können jetzt nicht irgendwie zu voraussagen, wann er das nächste Mal ausbricht, beitragen. Ja. Aber es, man kann halt die vergangenen Ausbrüche besser verstehen. Ja, das ist auch in der Partnerschaft so wichtig, oder? Ja. Vergangene Ausbrüche. Und das ist das Stichwort. Man glaubt es nicht, ihr drei, und ihr habt da wirklich darum gebeten, dass man da drauf hinweist. Ihr drei seid Singles? Ja. Nein, nicht alle drei. Nicht alle drei. Wer ist Single? Ja. Ja. Das heißt, ja, was heißt das denn? Ist das den Jungs zu langweilig oder haben die keine Lust, sich anzustrengen? Die Männer sind zu langweilig, würde ich ja sagen. Aha. Was stört denn junge Frauen? Ich erinnere mich früher, als ich noch gefreit habe. Was stört denn junge, moderne Frauen, Wissenschaftlerinnen kann man sagen, heute an den jungen Männern? Was ist das so langweilig? Ja, also, da wir ja auch intelligent sind, stellen wir auch ein bisschen Ansprüche. Also, wir wollen ja keine Dumpfbacken. Verstehe. Das heißt, die sagen, ey, hallo. Ja? Ja. Dann hat er gleich verloren. Du bist der anderer Meinung? Ja. Ja. Du bist liiert? Ja. Ja. Und dein Freund interessiert sich auch für dieses Thema? Nein. Das ist auch, glaube ich, jetzt gut. Ach so. Dann kann man mal, wie soll man sagen, das belebt ja auch eine Partnerschaft, wenn die Frau mal ein bisschen auf den Vulkan alleine fährt. Ja, genau. Und was macht er derzeit zu Hause in Hamburg? Zur Schule gehen. Ach so. Ihr geht noch alle in die Schule? Nein, nur ich. Nee. Was wollt ihr später beruflich machen in diese Richtung? Ja, ich mache zurzeit gerade ein Volontariat in der Werbeagentur. Ja. Und später will ich irgendwas mit Werbe- und Mediengestaltung machen. Am liebsten bei Jung von Matt oder... Jung von Matt? Die waren letzte Woche da. Zu Gast. Und, ich und hab's nicht gesehen. Ja, die sehen ja so wahnsinnig toll aus. Ja. Vor allem Jung. Oder ist es von Matt? Nee, es ist Jung. Jean-Rémy. Nee, Jean-Rémy von Matt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und Holger Jung. Da muss er aufpassen. Ich glaube, ein Frauentyp, ganz schwarze Haare und so wahnsinnig blaue Augen und so unglaublich gut aussehend. Bei denen am liebsten? Ja. Ja, warum? Ja, ist eine große Werbeagentur in Hamburg und das wird mich schon interessieren. Und wer um 9 nicht da ist, braucht am nächsten Tag gar nicht wiederkommen, hat er gesagt. Also ganz streng. Ja, doch, also ich bin früh aufstehen, das würde ich schon schaffen. Und was möchtest du machen? Ich habe jetzt gerade angefangen, BWL zu studieren. Aha. Und würde gerne später ins Sportmanagement. Ja. Und so als Einstieg.
wäre ein Traum von mir, irgendwie Praktikum bei Bayern München zu machen. Ein Praktikum bei Bayern München, aber das lässt sich doch machen, liebe Bayern, oder? Ja, das glaube ich sehr. Und du gehst noch in die Schule, machst jetzt Abitur, oder wie, ja? Ja, ich bin gerade in der Bewerbungsphase. Aha. Und am liebsten wäre es mir natürlich, wenn aus meiner Bewerbung beim Autoversand was wird. Das ist so eine Two-in-One-Sache, so ein Studium und ein Praktikum im Verlag, da also, im Konzern gleichzeitig. Ja, aber guck mal, ganz praxisorientiert. Bei uns früher haben alle studiert, erstmal was Soziales oder so. Ja. Und ihr geht gleich direkt Bayern München, direkt Jean-Rémy von Matt und in den Otto-Versand. Ich tue euch Daumen, ich glaube, dass das so nach heute Abend klappt. Wir haben ja ein Modell, ja, von einem Vulkan. Schau mal, das hat unsere wunderbare Abteilung hier von der Requisite, hat das gebaut. Und so. So sieht ein Vulkan in etwa aus. Hier oben raucht's raus. Ja? Ja. Das Entscheidende ist jetzt, und das, meine Damen und Herren, bitte probieren Sie es im Urlaub nicht, das geht nur hier im Modell, den Vulkan einfach drehen. Ja? Wenn man das jetzt sieht, ist das in etwa richtig, der wissenschaftliche Querschnitt eines Vulkans? In etwa ja, nur also der Vulkan, wo wir waren, der sieht anders aus von innen. Ja. Weil der hat ein besonderes Ausbruchsverhalten, das heißt, er bricht phreatisch aus. Phreatisch? Ja, also normalerweise bricht ein Vulkan aus, weil die Magmakammer voll ist. Magma steigt bis oben und dann durch den Druck bricht er aus. Und bei uns ist es aber so, der liegt ja in der Nähe von Sizilien. Ja. Und da sind halt durch die ganze Tektonik, auch die, auf dessen auch der Ätna ständig ausbricht, ist es so, dass die Magmakammer ist nur halb voll. Das ist unten, die Magmakammer. Ja. Ja. Und es sind ganz viele Risse in dem Gestein. Und wenn dann bei Erdbeben zum Beispiel Wasser in die Magmakammer eintritt, dann gibt es eine Knallgasexplosion. Und dann wird das ganze Gestein ausgeschleudert. Da mag man nun erstaunt sein, wie das. Das ist toll. Ich finde das großartig. Ich drücke euch die Daumen, dass das beruflich bei euch hinhaut. Schreibt doch einfach mal ein Kerzchen, wenn das um bei Herrn von Matt einfach mal klingeln. Ja, wirklich, der freut sich. Also der steht da direkt drauf. Und ihr wollt das noch weiter betreiben oder lasst ihr das jetzt ruhen, dieses Hobby mit, mit dem Preis? Ja, wir sind jetzt dieses Jahr wieder am Ätna gewesen und machen ein neues Projekt. Also, viel Erfolg, danke für euren Besuch und nächstes Mal bringt ihr den Lehrer hierher mit. Ja, ja? Klar, machen wir. Danke euch. Sabrina Lies, Michael Förso und Julika Rieger. Kommt ein Mann. Seit vielen Monaten, meine Damen und Herren, warte ich auf ihn. Zum zweiten Mal hintereinander mit seinem Team. Formel 1 Weltmeister geworden. Und zwar Fahrer-Weltmeister, nicht Konstrukteurs-Weltmeister. Mit McLaren Mercedes. Der Mann hinter dem Team von Mika Häkkinen. Herzlich willkommen, Norbert Hauk. Bitte schön. Danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Noch nachträglich. Dankeschön. Wir sind wahrscheinlich die 5.271. Nicht ganz. Aber wir haben es natürlich alle verfolgt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, weil ich zum einen den Mika Häkkinen sehr sympathisch finde, weil ich natürlich Fan bin von Mercedes, vom ganzen Team aus der Heimat. Ja? Und weil es ja eigentlich schon so aussah, als wäre schon alles gelaufen gewesen mit dieser Entscheidung im vorletzten Rennen. Ja, ich könnte ja sagen, wir haben es extra so gemacht, aber ich glaube, es glaubt keiner, glaube ich. Es war ein bisschen arg spannend am Ende zugegeben, aber war ein harter Kampf. Aber ich denke, das letzte Rennen war wahrscheinlich eines der besten, was wir je abgeliefert haben. Und war eine große Überraschung für viele Motorsportfreunde. Und für uns war es der Traum, den wir geträumt hatten und Gott sei Dank kam er noch zur rechten Zeit. Vielleicht mal kurz umschrieben, was ist Ihre Aufgabe während eines Rennens, während also die zwei draußen Gas geben, sagen Sie dir über Kopfhörer, pass auf, da kommt der Kurve, oder da ist glatt. Da ist schon spät, wenn ich das sage. Ja. Nee, während des Rennens, ich meine, wenn man
wenn man es wirklich kritisch und frech formuliert sagt, kann man sagen, man steht eigentlich da nur ziemlich dumm rum an der Boxenmauer. Man hat sicherlich Funkkontakt, das Team redet so wenig wie irgend möglich mit dem Fahrer. Der Fahrer fragt mal während des Rennens, aber im Grunde genommen wird nichts gesprochen. Das Rennen ist wirklich die Vorführung dessen, was man hundertfach, tausendfach geübt hat bei Testfahrten. Und wenn da viel gesprochen werden muss, läuft was schief. Es wird gesagt, nächste Runde Boxenstopp. Es wird gesagt, Change to Plan B. Weil die anderen mithören? Oder weil die anderen immer mithören wollen zumindest. Aha. Deshalb verwirren wir da ein bisschen. Manchmal verwirren wir uns auch selbst ein bisschen damit. Ja. Gut, dann gewinnt halt Coulthard. Ja, genau. Ja, da arbeiten wir noch dran, dass dann das zweite gewinnt. Und ja, es ist wesentlich undramatischer an der Boxenmauer, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Wie war das hinterher mit der Feier? Die wirkte sehr fröhlich und man hat also direkt den Eindruck gehabt, es war, sagen wir gut, eine Orgie. Ja? Nee. Also wurde zumindest hier in Bild geschildert mit Männern ohne Hosen, Mayonnaise, die durch den Raum gespritzt wurde. War das so? Nee. Wie war es denn ungefähr? Es war ungefähr so. Ja, ungefähr. Also schon ungefähr so. Ja. Aber es lag sehr stark an den beiden Schumacher-Brüdern, muss ich sagen. Ich bin ja sehr vernünftig bei solchen Gelegenheiten. Das hört man. Das sagt man halt immer, der Norbert, aber der sitzt da. Der Michael wollte in Übung bleiben, weil er ja bald wieder Weltmeister wird. Und der Ralf hat es ja auch vor demnächst. Und da muss man halt nach der Saison schon mal richtig einen abledern. Und das haben wir halt mal den Ernstfall geübt. Das sollte ja keiner zugucken. Abledern. Und es ist aber wirklich harmlos. Es ist eigentlich nur Ausbruch von Freude. Und ich denke auch jetzt mal ernsthaft, dass nichts dabei ist, wenn sich Sportskameraden im wahrsten Sinne des Wortes, die sich das Leben wirklich nicht leicht machen unterm Jahr und hart miteinander kämpfen auf der Rennstrecke. Ich finde es eigentlich toll. Und muss auch sagen, der Ralf und der Michael sind da wirklich gute Sparringspartner bei sowas. Es wäre halt so schön, wenn die wirklich auch im deutschen Auto fahren würden. Ja, wäre das nicht möglich? Ich meine, Daimler hat doch Geld. Ich meine, wenn einer Milliarden hat, dann sind es doch mir beim Daimler. Ich sage mal mir, weil ich als Schwabe auch mich irgendwie als Daimler-Eigentümer fühle. Und ich meine, was ein Italiener einem Schumi zahlt, das hängt doch mir locker. Das haben wir an der Kaufe den doch raus. Das haben wir an der Schmeiße den doch zu mit dem Geld. Das haben wir an der Portokasse natürlich. Ja. Aber wir sind halt auch sehr sparsam. Das ist das andere Problem. Wirklich? Ja, ja. Und ja, wir haben einfach den Weg noch nicht gefunden. Vielleicht entwickelt sich irgendwas mit einem deutschen Fahrer. Wir haben den Nick Heidfeld, der jetzt bei Prost fährt. Ja. Ich muss sagen, es war nie unser vordringlichstes Ziel, unbedingt den deutschen Fahrer zu haben. Es war sehr wohl unser Ziel, deutschen Fahrern zu helfen, was wir getan haben in dem Entwicklungsprogramm. Das hat mit Michael Schumacher angefangen, über Heinz-Harald Frenzen bis hin eben zu Nick Heidfeld. Und es sind drei Jungs, die alle in der Formel 1 für Furore gesorgt haben. Auch der Ralf Schumacher ist zum ersten Mal Formel 1 gefahren in unserem Team. Wir waren aber, und ich glaube, das hat dieses Jahr wieder gezeigt, durchaus gut besetzt mit Mika und David. Und deshalb sind wir einfach so aufgestellt im Moment. Und zwar nicht per Panne, sondern wirklich per Überzeugung und per eigener Entscheidung. Wir wollen mit den Fahrern arbeiten. Die haben sehr großen Beitrag geleistet, dass wir heute gut genug sind, um Weltmeisterschaften zu gewinnen. Und wir finden es einfach fair, den Fahrer dann weiter zu beschäftigen. Und ich denke, gerade das letzte Rennen hat noch mal vielen Zweiflern gezeigt, was der Mika wirklich kann. Wie ist es eigentlich mit den Oberbossen von Daimler, der Herr Schremp? Ja, dem gehört ja Daimler-Benz. Und ruft der mal so an auf dem Handy und sagt, sag mal, das war aber nichts am Wochenende, der muss enger in die Kurven rein oder so, dass er so ein bisschen Tipps gibt. Ja, oder halten die sich völlig raus und sind dann nur da, wenn es wirklich also was zu feiern gibt? Nee, das ist der Herr Schremp ist da tatsächlich dabei, und zwar mit Leib und Seele, ist schon mitgefahren. In einem Zweisitzer, übrigens etwas... Traue ich mich nicht. Vielen Dank. Na, da müssen wir ich habe da so eine Panik. Na, das schaffen wir schon. Das ist ein gutes Erlebnis. Also er hat es gemacht mit Niki Lauda in Hockenheim und ist vom Fach und weiß durchaus, worum es geht. Unterstützt die Sache. Und mein
direkter Vorgesetzter, mein Chef, der Professor Hubert, der ist eigentlich so oft es geht dabei. Und wir haben da wirklich ein gutes Teamplay, auch gute Rückendeckung im Haus und ich würde sagen, sehr, sehr viel Sachverstand sogar. Also es ist nicht nötig zu erklären, warum was wie passiert, weil der Durchblick einfach schon vorhanden ist. Haben Sie jetzt Zeit, ein bisschen Urlaub zu machen? Ja, das habe ich. Wir haben jetzt noch eine große Veranstaltung vor uns, allerdings in Stuttgart am 20. November. Da ist Tag der offenen Tür bei uns im Werk. Mhm. Da fahren wir im Kreis mit dem Formel 1, machen Boxenstopps, präsentieren die Autos unseren Mitarbeitern. Da sind alle Fahrer da. Der Mika wird natürlich als Weltmeister gefeiert. Und danach lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen, gehen im Dezember Skilaufen mit Freunden. Das ist eigentlich eine Tradition, auch mit ein paar Rennfreunden da. Kann es natürlich auch wieder in der Hütte hier und da zu ein paar Vorkommnissen kommen. Aber ja gut, aber immer im Rahmen. Immer im Rahmen, immer anständig. Immer. Vorkommnis in der Hütte. Ja. Abgeledert in der Hütte, das wäre mal eine Schlagzeile. Oder? Wir dürfen uns nur nicht erwischen lassen dabei. Das ist es, das ist es. Aber das gilt ja generell in der Industrie. Ich war ja nicht auf den Bildern aus Japan. Nein, aber das beweist ja nichts. Ja, auf jeden Fall lasse ich mich nicht erwischen lassen. Ja. Nee, aber es wirkt fröhlich und man hat das so interpretiert. Ne? Jetzt im nächsten Jahr, wo ist das erste Rennen? In Australien? Nee. Ja, in Australien, in Melbourne, traditionell. Ja. Das ist das erste Wochenende im März. Und ja, wird ein großer Auftakt wieder. Das ist das mit bestbesuchte Rennen im Jahr. Da kommen 250.000 Leute. Riesenbegeisterung, tolle Strecke. Ist gar nicht so lange hin, ist stark 3 Monate, dann ist es schon wieder soweit. Also mit Häkkinen und mit Kultart. Ja. Herr Haug, jetzt geht's noch zurück nach Stuttgart? Ja. Oh, Fahrrad vorsichtig. Ja, ja, klar. Überall 130. Ja, ja. Elzerberg. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke für die Einladung. Ja, viel Erfolg und vielleicht klappt es ja irgendwann mal mit dem gesamtdeutschen Fahrer und Team und so. Und dann machen wir hier das Schwarz-Rot-Gold. Dann komme ich wieder, genau. An dem Tag. Okay. Ja? Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke. Robert Haug, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast wird mit Komplimenten überschüttet. Die einen sagen, es ist die aufregendste Frau im deutschen Fernsehen. Manche sagen, es ist die deutsche Julia Roberts, meine Damen und Herren. Sie hat gerade mit Leslie Nielsen eine Komödie gedreht. Und demnächst ist sie hier Inside 1 zu sehen in einem sehr, sehr anspruchsvollen TV-Movie. Die Frau mit den längsten Beinen im deutschen Showgeschäft. Bei uns heute Abend zu Gast. Herzlich willkommen, Alexandra Kamp. Donnerwetter, das finde ich toll, dass du, ja, ist erstaunlich, du hast dir die Nase korrigieren lassen. Ich war Karneval heute, aber ich glaube, ist es dein Wasser? Danke. Das ist deins. Du, aber weißt du was, das ist so großartig, es hat mich geil gemacht. Ja, weil es sah irgendwie, ich weiß nicht, also, das hatte ich gehofft. Ja, also Wahnsinnsfigur und dann diese Zähne, ja, das ist so für jemand, der irgendwie, naja, so leichte SM-Fantasien mit diesen Zähnen, sind ja nicht ganz abzuweichen. Alexander, eins muss ich vorher erklären, was muss ich heute in meiner Stammzeitschrift, als ich die Zeit fertig hatte, die aktuelle, habe ich die aktuelle gelesen, und da steht drin, guck mal hier, das Gift schöner Frauen. Alexandra Kamp gegen Verona Feldbusch. Was ist mit euch beiden? Hasst ihr euch? Ich finde Verona klasse. Das ist eine Sache, die mich sehr, 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 sehr aufgeregt hat diese Woche. Ich habe ein Interview gegeben im Rahmen der Werbung für meinen Film, Morgen gehört der Himmel dir. Und da wurde natürlich auch angesprochen, wie die Dreharbeiten bei Leslie Nielsen waren. Und da hat diese Zeitung, ich möchte den Namen nicht nennen, weil den Gefallen möchte ich denen nicht tun, die haben eine Schlagzeile erfunden, haben die, um sich ein bisschen ins Gerede zu bringen, über DPA, über den Ticker eben rauslaufen lassen. Und jetzt ist es diese Woche in jeder Frauenzeitschrift irgendwie drin. Es stand Alexandra Kamp, Doppelpunkt, ich schnappte Verona die Rolle weg. Ich würde so etwas nie sagen über einen Kollegen oder eine Kollegin und ich werde sowas auch nie sagen. Also das hat mich richtig wütend gemacht, dass einfach nur, um etwas hochzupushen, Dinge erfunden werden. Also ich finde Verona klasse und es hat großen Spaß mit ihr gemacht mit Leslie Nielsen und ich möchte das... diesen Dreck nicht mehr lesen und hören. Gut, ich glaube, dass Verona das ganz genau sieht. Ja, es wird einfach irgendwie ein Thema erfunden, hochgepusht. Und ich glaube, dass Verona das genauso sieht.
Sag mal ganz kurz, wie ist das mit Leslie Nielsen? Wir hatten ihn auch mal als Gast hier. Ich finde ihn so wahnsinnig komisch, wenn er nur eine Tür aufmacht, man muss schon lachen, oder? Es ist unglaublich. Er ist auch privat so komisch. Meistens ist es ja so, dass, also ich habe gehört, dass zum Beispiel Heinz Rühmann im Privat gar nicht so ein Ulkiger gewesen sein Überhaupt soll. Überhaupt nicht, nee. Ja, geheult. Mutti hat oben alles gesehen im Himmel. Prima. Ja. Und Leslie Nielsen ist auch privat sehr komisch, aber auch ein sehr, sehr intellektueller Mensch, mit dem man tiefschürfende Gespräche führen kann. Das ist oft bei den Komikern so. Ja? So? Bist du auch so? Nein, ich bin ja nicht komisch, aber das ist sozusagen so eine Fassade ist und dahinter der tiefe Kern. Ja, nein, es waren ganz, ganz tolle Dreharbeiten und ich hoffe, ich war auch oft am Set, wenn ich nicht dran war zu drehen, um mir ein bisschen was abzugucken. Ich weiß nicht, werden wir ja dann sehen, ob es geklappt hat. Das kommt demnächst im Kino. Demnächst, ja, im Herbst 2000. Ja. Das ist ja wirklich, wir haben ein Foto hier, du hast ja auch viel als Model gearbeitet. Ja. Ich hab, ja. Oh, machst du noch immer? Ab und zu mal, wenn der Kopf nicht drauf ist. Bitte. Da. Hier, guck mal, schau mal diese Beine an. Ja, das ist für Strümpfe. Weißt du, wie lang deine Beine sind? Ich weiß es nicht. Da werden auch über mein Alter wird ja einiges geschrieben. Über bitte? Meine, ja. Es wird wieso? Wie was alt sagt man ist da? Frau Kamp? Eine Zeitschrift, eine Boulevardzeitschrift, dachte, zu Zeiten des Kosovo-Krieges wäre es wert, vielleicht eine Doppelseite zu bringen über das wahre Alter von Alexandra Kamp. Wie alt sollst du denn sein? Ach, weil ich es seit Jahren nicht mehr sage, ich war schon 41. Ich war schon 41? Wir würden nie eine Frau einladen, die 41 ist. Das ist eine ganz einfache Sache, dass man, dass ich mein Alter nicht sage, hat nichts mit Koketterie zu tun, sondern mit Selbstschutz, weil im deutschen Fernsehen es leider so ist, dass man aufgrund des Alters auf dem Papier besetzt wird und nicht aufgrund der Ausstrahlung. Und da habe ich irgendwann vor einigen Jahren gesagt, gut, dann sage ich mein Alter einfach nicht mehr. Und wenn man mich fragt, wie alt ich bin, sage ich, schreibt doch einfach, was ihr Lust habt. Ja. Und da die Gala zum Beispiel schreibt jetzt seitdem, um mir eins reinzudrücken, macht mich immer ein bisschen älter, aber was soll's. Also jeder soll so denken. Ja, aber das ist ja die Fernsehbosse sind so unmenschlich, die da einfach wirklich kaum, dass eine Frau ein bisschen älter ist, wird willst das. Du jetzt die Beine messen, oder was? Ja, ich möchte mal wissen, wie lang sind diese Beine? kann ich das mal also rein, darf ich das? Und wenn nicht, dann muss ich aber einmal. Weißt du, dass jetzt ein Traum in Erfüllung geht von mir? Dich mal zu meinen Füßen liegen zu haben. Das machst du beim Liegen. Ja, das ist ja wie so in einer Anprobe. Setz dich doch ganz entspannt. Nee, da muss man stehen. Also das muss man vom Hüftknochen bis zum... Ja, bis hier. Ich mach das einfach wie so ein Schneider, weißt du? Ja. Einfach mal. Ab wo macht man das? Also du machst es ab dem... Nee, wir machen es ab dem Hüftknochen. Ab dem Hüftknochen, das ist... Hier. Ja. Das ist... So. Da. Ja, ja, da. Da. So, das halten wir jetzt an. Ist das ein Tanga? Und jetzt... So. Und jetzt... Unglaublich. Alexander, ich würde sagen, es sind 112 Zentimeter. Oho, ja. Gut, wenn du das sagst, siehst du das richtig? Hast du deine Brille auf? Ja. Nee, aber es ist eine Länge, die mir sehr vertraut ist. Oh, Entschuldigung. Das hätten wir geklärt. Oh mein Gott, du entschuldige. Ich hab's doch so im Kreuz. Bei aller Fröhlichkeit, sag bitte noch ein Wort. Der Film läuft, morgen gehört der Himmel hier. Der kommt der am Dienstag. Am Dienstag, 20:15 Uhr. Und ist ein sehr ernstes Thema? Ist ein sehr ernstes Thema. Ich möchte jetzt über den Film nicht reden. Guckt ihn euch an. Es geht um ein krebskrankes Kind und eine Krankenschwester, die sich ihr Familienleben bisschen aufopfert für dieses Kind. Ja. Also man muss ihn sehen. Und du spielst die Krankenschwester? Ich spiele die Krankenschwester. Ja. Ich drehe ja zurzeit, ich habe den Rückschritt gemacht. Ich habe ja die Ärztin gespielt in Fieber heiße Zeit für junge Ärzte. Und
Ja. Und jetzt habe ich den Rückschritt zur Krankenschwester gemacht. Ich hoffe, der Zuschauer kann das trotzdem irgendwie nachvollziehen. Ja, klar. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ja, Dienstag, 20.15 Uhr, morgen gehört der Himmel dir. Ich weiß gar nicht, man weiß so wenig von dir, mit wem du lebst, ob du liiert bist, ob du irgendwas. Das machen wir das nächste Mal. Das machen wir das nächste Mal. Ja. Lass dich nicht von diesen Fernsehspielregeln und so weiter, weißt du, in irgendwas reindrängen. Ich finde es großartig. Danke. Und wir werden weiter rätseln, wie alt kann eine Frau sein, die so fantastisch aussieht. Meine Liebe, toi, toi, toi. Danke. Alles Gute. Alexander Kammer, meine Damen und Herren, schönen Dank. Tschüss.